Und damit hallo und herzlich willkommen zur 100. Ausgabe vom Fußballmanager 12 Let's Play. Ihr seht es oben im Titel, Jubiläumsfolge ist heute angesagt. Und ja, ich habe mir gedacht, zur Jubiläumsfolge gehört natürlich auch ein bisschen was dazu. Ne? Nicht einfach hier reinpeitschen, nicht hier reinhocken, so ein bisschen aufnehmen. Nee, sondern da musste schon was zeigen. Und ja, genau, das kann ich auch noch erwähnen, dass ich eben vorgestern keine Videos hochgeladen habe, lag daran, dass meine Stimme im Arsch war. Ich weiß nicht, ein paar von euch haben es vielleicht auf Facebook gelesen, da ging gar nichts mehr, war da ein bisschen feiern und danach noch Public Viewing, Deutschland, Italien, und da habe ich mich halt ein bisschen lautstark geäußert, war da nicht so ganz zufrieden mit der Leistung. Und ja, dann war die Stimme auf einmal weg, ihr hört es vielleicht noch so ein bisschen, krächzig noch, aber es ist auf jeden Fall schon besser geworden. Und da habe ich mir gedacht, mit so einer Stimme kannst du dich nicht hinhocken und hier die 100. Folge aufnehmen. Versteh dich ja kein Mensch. Da wartest du lieber. Und dann, wie gesagt, habe ich mich heute mal rangemacht und fange jetzt dann eben an mit dem Aufnehmen. Und da habe ich mir auch noch gedacht, neben einer natürlich etwas längeren Ausgabe, ist ja gar keine Frage, zum Jubiläum, ich denke mal so 30 Minuten rum in dem Dreh, dürften drin sein, habe ich noch das Freundschaftsspiel gegen La Coruña abgesagt und dafür ein Freundschaftsspiel gegen den FC Barcelona hergeknüppelt. Ich hoffe mal, das ist in eurem Interesse, in eurem Sinn. Denkt mir, so ein Jubiläumsspielchen gegen die Jungs aus Barca ist doch mal ganz schön. Können wir mal schauen, wie wir da so stehen im Vergleich. Ne? Wird ja gar keine leichte Sache werden, ganz klar. Mal schauen, ob wir da überhaupt ein Tor oder so erzielen können. Und ja, davor noch gegen Real El Rojo, habe ich letztes Mal schon angesprochen, und gegen Celta Vigo. Dann der Supercup gegen Bayern 04 Leverkusen. Und vorher haben wir ganz, ganz viel zu tun. Wir haben nämlich ein paar Spieler, die ich ganz gerne loswerden möchte, die einfach uns ein bisschen Geld fressen und die wir eigentlich nicht brauchen. Wäre auf jeden Fall mal ein Ronny dabei, den wir hier versuchen gleich mal anzubieten. Gäbe es auf jeden Fall mal ein paar. Schalke machen wir mal. Nicht interessiert. Hannover. Auch nicht interessiert. Wo würde er denn hinpassen? Nürnberg. Die brauchen zwar ihn eigentlich nicht auf der Position, aber vielleicht hat doch jemand Interesse. So, den noch. Die Wolfsburger noch. Nee, dann machen wir mal Spielagenten beauftragen. Okay. Benatira bleibt erstmal. Stoppelkamp möchte ich ganz gerne mal den Transferstatus ändern, beziehungsweise die Ablöseforderungen einstellen. Der kann uns für 900 oder für eine Mille verlassen. Der ja auch ein bisschen unzufrieden ist mit dem Verein, hat er ja geäußert, dass wir eben den guten Rukavica verkauft haben, hat ihm nicht so gefallen und möchte uns deswegen, oder möchte zumindest den Vertrag nicht mehr verlängern. Ja gut, dann soll er halt gehen, ne? So, Spielagent beauftragen, Rob Friend noch. Wir wollten ja eh einen im rechten Mittelfeld loswerden, um das vielleicht nochmal kurz zu Stoppelkamp zu sagen. Sprich, da passt es eh ganz gut mit rein. Dann hier, Raja Balifardi, das ist jetzt auch so eine Sache. Wir haben schon lauter gute Jungs auf der linken Seite. Ein Nico Schulz, ein Raja Balifardi, wie gesagt, und auch ein Ochipka und so weiter und so fort. Also da müssen wir mal gucken, wie wir das machen. Ob wir ihn behalten oder ob wir ihn ausleihen. Kommt ja erst, ich glaube von Aachen kommt er auch, der Gute. So schaut's aus, Alemannia Aachen. Warten wir es mal noch ab. Knoll würde ich auf jeden Fall mal gerne in die Reserve verschieben. Habe ich mir ein bisschen mehr erwartet von ihm. Kennen wir noch aus dem Dresdner Let's Play vom alten Kanal. Aber gut, der wird nicht sein Ding machen, glaube ich. Der soll mal in die zweite rein und gucken, dass er da ein bisschen vorankommt. Dann Kevin Stefan, den können wir auch mal in die Reserve verschieben. 53er Stärke ist ein bisschen zu wenig. Sebi Neumann auch mit seiner 60 als Innenverteidiger. Da haben wir ein paar andere, die auf jeden Fall vor ihm spielen würden. Macht also auch keinen Sinn. Und soweit dürfte aber alles passen, oder? Borchert möchte ich auch noch ganz gerne behalten als dritten Keeper hier. Rob Friend wäre dann weg. Genau, Rasmus Jönsson. Dann haben wir jetzt mal einen großen Kader. Da müssten wir wirklich fast mal schauen, dass der Kader nicht allzu groß wird. Ah, das kriegen wir schon hin, wenn hier noch drei Leute gehen, dann dürfte das schon passen. So, wir spielen gegen Real El Rojo. Ups, da würde ich ganz gerne mal Eswein natürlich spielen lassen, gar keine Frage. Borchuk spielt, Eswein spielt die ganzen Neuzugänge. Patty Weinberger darf mal mit für Mijatovic. Ups, wen habe ich jetzt raus? Ich weiß gar nicht. Perde da auf jeden Fall soll mal mit rein noch. Stoppelkamp da, De Bock. Für Kevin Müller, da brauchen wir keinen zweiten Keeper, sage ich jetzt mal. Hoffen wir einfach mal. Und dann würde ich sagen, legen wir los. Schauen wir mal, ist es unser erstes Spiel? Ich glaube schon, oder? Unser erstes Spiel im neuen Jahr gegen Real El Rojo. Schauen wir mal rein. Wer spielt denn noch so? Da habe ich noch gar nicht so reingeschaut. Man City hat ein Testspiel, aber
alles nicht so Besonderes. Oberhausen gegen Hansa Rostock noch vielleicht das Bekannteste. So, kämpft um jeden Ball. Ich denke mal, da ist ein Sieg drin. 488er Stärke, Real El Rojo und wir mit unseren knapp 800. Und Borischuk mit dem ersten Tor in seiner Karriere bei uns, bei den Berlinern und gleich sein zweites. Ja, was geht denn jetzt ab? Als defensiver Mittelfeldspieler. Richtig geil, findet sich gut ein hier gleich bei uns. Sehr schön. So, dann würde ich mal sagen, wechseln wir durch. Wir haben ein bisschen was zu tun. So, der muss rein, die Bock muss rein. Mijatovic darf mal für Franz ran. Was haben wir denn noch hier? Perdedai für Ottl. Das wäre natürlich geil, wenn hier Perdedai mit Borsjuk in der Saison so einschlägt, dass wir den guten Ottl und den guten, wer war's noch, Lustenberger gar nicht mehr brauchen. Das wäre natürlich ein Mega-Ding. Denn die beiden haben mir nicht so gefallen. Habe ich euch ja schon ein paar Mal gesagt, ne? Die beiden, das war nicht so wirklich das Gelbe vom Ei. Aber gut. So, weiter geht's. 2-0, die Führung zur Halbzeit. Mal schauen, ob noch was kommt. Drittes Tor von Borsjuk oder so. Wäre natürlich jetzt mega. Schauen wir mal, ob noch was passiert. Nein, es... Jetzt kommen noch ein paar Chancen. Spiel ist doch schon aus. Es bleibt beim 2-0. Richtig geile Sache. Unser Neuzugang gleich mit einem richtig guten Tor. La Soccer aber sogar. Bester Spieler. Mit einer Vorlage. Sehr geil. Der Bock auch noch mit einem 1-5, nachdem er reingekommen ist. Wunderbar. So muss das. So, wir schon rein. Die Transfers der Woche. Julian Koch wechselt zu uns. Sehr geil. Ist er jetzt schon da? Ich glaube schon. Ne? Dann können wir gleich mal hier ein Spielergespräch machen. Herzlich willkommen. Ich hoffe, du wirst hier glücklich und gibst immer 110%. Das wird er schon machen, der Gute. Dann noch ein paar andere Kaliber. Coentrao zu Man City. Kedira zum FC Bayern München. Papadopoulos wechselt noch zu Fortuna Düsseldorf. Interessant. Beziehungsweise ist geliehen. Aha. Okay. Okay. Was haben wir denn hier? Nico Schulz, Angebot vom VfL Wolfsburg. Aha, da gehen wir mal rein. Was bieten wir denn? Dann hätten wir einen linken Verteidiger weniger. Aber der Gute, den möchte ich halt auch nicht einfach so hier loswerden. Ne? Wo kommt er denn her? Kommt der sogar von uns? Der kommt halt von uns seit 2000 im Verein. Ne? Das ist immer so eine Sache, solche gebe ich ungern her. Solche gebe ich extrem ungern her. Schau mal, seit 2000 im Verein, der ist 19, was ist denn der geboren? Geboren 93, mit 7 war der schon bei der Hertha. Nee, also den können wir nicht hergeben. Zumindest nicht billig. Da gehen wir auf 2,5 und verhandeln mal. Glaube ich nicht, dass die Wolfsburger mitgehen. So, ihr seht's, das Ticket für das Spiel gegen den FC Barcelona ist schon gedruckt. Wir spielen demnächst, beziehungsweise wir spielen sogar, ja, morgen oder wann es ist. So, aufgepasst. Jetzt komme ich ganz durcheinander hier. So, Ronny. Der Bruder vom Raphael möchte nach Osasuna, nach Spanien für 450.000. Glaube ich, können wir auf jeden Fall unterzeichnen. Nicht, dass wir hier zu hoch pokern und er doch nicht wegkommt, ne? Brauchen wir nicht. So, angenommen, alle Spieler spielberechtigt. Stimmt, wir haben ja noch den internationalen Wettbewerb, meine Lieben. Zumindest die Playoffs. Steht aber noch nicht fest, wurde ich heute auch schon gefragt, ob wir da denn schon einen Namen haben oder ob ich schon den Namen verraten kann, gegen wen wir spielen. Leider nicht, ich weiß es auch noch nicht. In der Liste noch nichts eingetragen, dürfte aber demnächst kommen. So, Kargbo von unserer zweiten Mannschaft, daran sind die 60er interessiert, interessant. Und Rob Friend findet keinen Verein, dann gehen wir nochmal ein bisschen runter vom Gehalt. 150.000 und hier auch nochmal auf die 150. Und dann machen wir nochmal Spiele anbieten und bieten hier mal ein bisschen. Ja gut, Bayern wird ihn nicht unbedingt wollen. Cottbus vielleicht, ne? Cottbus, Düsseldorf vielleicht noch. Und die Fürther? Auch nicht. Ja, dann Spielagent beauftragen, mal gucken. Irgendwann kriegen wir ihn bestimmt schon los. Muss ja, ne? So, weiter geht's. Mal schauen, ob nochmal was kommt. Osasuna und Hertha einigen sich, sehr schön. Wir werden mal schauen, ob er weg ist. Gespräche mit Ronny. Jetzt noch von Kargbo. Hier, die Sache, wir schauen mal rein, wie gut ist er? Grundstärke von 60 mit 19. Ja, 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 ja. Würde ich eher darauf verzichten. Wir haben noch einen Juricin drin, der, glaube ich, ein bisschen besser ist. Wir haben noch einen La Soccer, wir haben noch ein paar Jungs, die da mithalten. Ein Jönsen oder wer war noch mit dabei, der zurückkam? Genau, ein Danny Beichler und so. Also, machen wir unterzeichnen 55, wobei, nee, er ist mehr wert. Wir fordern 80. Oder wir fordern 100. Bin ich mal gespannt. So, erstmal gescheitert. Okay, Angebot für John Anthony Brooks. Lehnen wir mal gleich ab. Da müssen wir mal reingehen. Dass die von unserer zweiten Mannschaft jetzt hier nicht die ganzen jungen Spieler wegkaufen, die ganzen guten. Beziehungsweise da Angebote machen können. Und wir
wir dann dastehen, weil die Spieler unzufrieden sind. Wir gehen einfach mal hier überall ganz hoch. Wenn man schon nicht unverkäuflich machen kann. Halt, da der gute Julian Koch ja natürlich jetzt mit dabei. Da können wir aber mal reingehen und sagen, dass er spielen soll auf jeden Fall. Muss aufgestellt werden. Rechte Verteidigung. Und die Trainingsziele können wir auch noch einstellen. Auf jeden Fall mal richtiger Verteidiger auf der rechten Seite hier ein bisschen trainieren. Passspiel, lange Pässe auch. Ballkontrolle. Und was haben wir noch? Sprungkraft, Neurobustheit. So, sehr schön. Muss aufgestellt werden, haben wir alles drin, wunderbar. Dann gehen wir mal eben rein, Transferstatus ändern. 760.000 können wir schon reinhauen, für ihn richtig geil. Die Hau, da dürfte auch schon einiges gehen. Okay, der ist gar nicht mit dabei, wunderbar. Da geht auch schon 616.000 für die ganzen jungen Leute hier. Richtig, richtig geile Sache, wie wir hier vorankommen im Manager. Ich weiß noch, ganz am Anfang haben wir zwar auch gesagt, dass wir bestimmt ein paar Jungs dabei haben, die aus der Reserve kommen, die auch das Zeug dazu haben, aber dass es dann gleich doch so viele sind, die hier wirklich richtig, richtig geil sind, muss man schon sagen. Also Arbeit lohnt sich hier auf jeden Fall, was wir so ein bisschen abliefern hier. Ganz klar. Okay, so weiter geht's. Jetzt das Spiel gegen den FC Barcelona. 948er Stärke, die Katalanen, wir mit 804 auf dem Trainingsplatz. Aber vorher noch eine Nachricht. Trainingsziel erreicht. Kaufangebot für Sebi Neumann. Wir gehen mal eben nochmal rein. Zweite Mannschaft. Assistent, wo spielt er denn? In der linken Verteidigung. Da hätten wir bestimmt noch jemanden. Maxi Scheel. Oder John Anthony Brooks. Na komm her. Kann nicht spielen. Scheel kann auch nicht so da spielen. Bene Brecht, der kann doch bestimmt hier noch spielen, oder? Koch? Ja, Koch könnte drüben spielen, das wissen wir. Ist jetzt eine Entscheidung, ne? Wollen wir ihn ziehen lassen? Sebi Neumann kommt, glaube ich, auch von uns seit Anfang an dabei. Oder nehmen wir mal ausgeliehen an Bochum. Aber auch seit 2001 eigentlich im Verein, aber er ist ein bisschen zu schlecht. Wir schauen mal, was die Augsburger bieten. Ganz einfach. So, wir gehen rein, erste Mannschaft. Aufgestellt dürft noch alles sein. Diesmal lassen wir den Eber dran oder lassen wir Esswein nochmal? Ich würde sagen nochmal Esswein. Und sonst vielleicht noch Raphael ins Zentrale schieben. So. Halt die beiden noch ein bisschen zurück. So, zack, zack. Und dann vielleicht so mal probieren. Oh, Taktik, da gehen wir auch mal rein. Tief, Konterspiel, Pressing, Abwehrdrittel. Spielmacher Raphael. Abstöße variabel, vorne drin natürlich Pierre-Michel Lasogga. Vergleich, wir schauen mal mit, ob die ganzen Topstars mit anreisen. Ja, auf jeden Fall. Also Messi dabei, Xavi dabei, Iniesta, Piqué, Puyol, Fabregas, David Villa. Also die kommen hier nicht mit irgendeiner Gurkentruppe, mit der zweiten Mannschaft oder so. Nee, nee. Zu unserem Jubiläumsspiel mit der besten Elf, die es hier so gibt. Okay. Dann würde ich sagen, speichern wir mal eben vor dem Spiel gegen Barca. Und dann schauen wir gleich mal rein, was wir hier so ein bisschen leisten können. Ob da was geht. Sofortberechnung würde ich sagen, machen wir. Wir können das gewinnen, nee, Spaß. Gebt euer Bestes und dann gehen wir mal ein bisschen langsamer und ich trinke mal eben einen Schluck. Ich hoffe, ihr könnt mir verzeihen, aber sonst ist meine Stimme noch viel schlechter. So, da bin ich wieder. Ja, also scheint nicht viel zu passieren, ne? Machen da gut dicht. Barca kommt nicht durch, gibt's doch nicht. Machen wir jetzt da wirklich ein 0-0 gegen Barca oder was? So, wir wechseln mal ein bisschen. Lustenberger für Ottl. De Bock vielleicht noch für Oczipka mal wieder. Schulz auf die rechte Seite. Und dann geht's weiter. Ist natürlich auch ein Erlebnis, ne? Ganz klar. Für die ganzen jungen Leute hier, die mit dabei sind. So ein Spiel gegen Barca, das werden die vielleicht zumindest nicht alle noch erleben. Der ein oder andere Gute natürlich. Oder hoffentlich, hoffen wir es einfach mal für ihn. Vielleicht sogar mit uns, aber wie gesagt, nicht alle. Deswegen auf jeden Fall ein riesen Highlight für die Jungs. Und wir spielen ja auch gar nicht so schlecht. Natürlich ist Barca auch noch in der Vorbereitung. Darf man nicht vergessen, dass das 0-0 natürlich dann nicht ganz so viel wert ist. Aber immerhin, ne, gegen Barcelona, wir sind ja auch noch in der Vorbereitung. Dann so zu spielen, wäre natürlich jetzt geil, wenn wir uns mit dem 0-0 belohnen können und hier nicht noch eine Bude kassieren. So ist es, meine Lieben. Jubiläumsspiel, die 100. Folge. Wir haben gegen den FC Barcelona
0:0 gespielt. Ich glaube, die sind noch gar nicht so richtig in der Saisonvorbereitung, weil die Saison, glaube ich, in Spanien ein bisschen später beginnt. Aber immerhin, 0:0 gegen Barca, sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil. Also richtig gut ausgeschalten. Perfekt, würde ich sagen. Und wir haben ein paar Nachrichten bekommen. Uiuiuiui. Ronny geht auf jeden Fall mal zum CA Osasuna zum 14.07. Den haben wir heute. Da können wir also kein Spielergespräch mehr machen. Schade, schade. Können wir nichts machen. Okay, weiter geht's. Verhandlungen von Abu Bakar Karkbo sind gescheitert. Okay. Konnte sich nicht mit Jena auf einen Vertrag einigen. Schade, schade. Erasmus Jönsson wurde die Form ein bisschen verbessert. Sehr geil. Gehen wir mal rein. Spielergespräche. Du hast gut trainiert. Dem hat das Trainingslager richtig gut getan da in Spanien. Dann ist der erste FC Nürnberg interessiert. An wem denn? An Manuel Gulde. Okay, den haben wir auch noch auf der Liste. Chris Mangold erreicht seine Trainingsziele. Auch in Ordnung. Haben wir noch eingestellt. Würde dann beim Tackling weitermachen. So, dann haben wir das noch. John Anthony Brooks. Neues Angebot von Red Bull Leipzig. Lehnen wir gleich mal ab, würde ich sagen. Und kein Verein an Rob Friend interessiert. Das gibt's doch nicht. Recht viel weniger können wir doch nicht bieten. Oder will den einfach keine Sau mehr. Gehen wir runter auf 90.000. Aber ich will ihn natürlich... Vertrag verlängern nicht. Um Gottes Willen, nee. Ich will ihn natürlich loswerden, weil er natürlich richtig viel Geld kostet. Haben wir jetzt schon ein paar Mal erwähnt bei einigen. Aber bei ihm ist es halt richtig schlimm, glaube ich. Wir können ja mal reinschauen, wie viel er verdient. 440.000 und dafür, dass er nicht spielt, ist das natürlich extremst zu viel. Gar keine Frage. So, Osasuna und der gute Ronny wechseln sich für 3 Jahre. Wechselt er nach Spanien, sehr schön. Dann Jena und Cabo konnten sich nicht einigen. Schade, schade. Und wir gehen rein. So, Form ist ein bisschen verbessert worden von Sascha Burchert. Jena ist interessiert an Manuel Höhn. Immanuel Höhn, wo ist der denn her? Den haben wir anscheinend auch hier mit dabei auf der Liste gehabt. Schauen wir mal rein, wo ist er denn her, der Gute? Aus Freiburg. Auf Stufe 6, okay, da sehen wir noch nicht allzu viel. Aber ist, glaube ich, auch nicht das, was wir jetzt brauchen gerade. Dann ein paar Spielerverträge, die auslaufen. Jetzt leckt es gerade ein bisschen. Ich hoffe, das wird nicht schlimmer. So, da sind einige mit dabei. Und in der zweiten Mannschaft auch noch ein paar. Müssen wir dann mal reingucken, aber da haben wir ja noch ein bisschen Zeit. Die Saison ist ja noch nicht mal losgegangen, aber trotzdem würde ich ganz gerne mal reinschauen in der ersten Mannschaft, wen das alles betrifft. Basti Ocipka, Mike Franz, Lel, Burchard, Rob Friend, Raja, Bali, Fadi, okay. Müssen wir mal gucken. Bin ich mal gespannt, aber gut, da haben wir noch Zeit, wie gesagt, wie wir das Ganze dann deichseln und wen wir dann loswerden wollen und wen nicht. Schauen wir mal. So, Transfers der Woche. Eden Hazard wechselt von Lee zu Real Madrid. Interessant. Alaba wechselt zu Manchester United. Auch cool. Was haben wir denn noch hier mit dabei? Patrick Herrmann zu den Bayern ebenfalls. Also die rüsten ganz schön auf. Ups, wenn wir das mal anschauen, das Team. Robben, Ribéry, Neuer, Lahm, Müller, Kroos, Boateng, Seedorf, Khedira, Bart Schuber, Gomez, Olic, Timo Schuk, okay, da noch Lewis Holtby haben sie auch geholt, den guten Gomez im Tor, nicht zu verwechseln mit dem Stürmer, ist auch noch bei den Bayern als Ersatz dann für den guten Manu Neuer. Nicht schlecht. Okay, dann gehen wir nochmal weiter. Sebi Neumann, jetzt das Angebot vom FC Augsburg. 400.000 ist er wert. Wir gehen mal hoch auf 400, würde ich mal sagen. Und verhandeln mal mit ihm. Bin ich mal gespannt, ob die Augsburger mitziehen. So, das Spiel gegen Celta Vigo. Wir sind immer noch im Trainingslager. Ich glaube, es ist unser letztes Testspiel in Spanien, wenn mich nicht alles täuscht. Hier schon rein. So ist es. Unser vorletzter Tag, also jetzt in Spanien. Und ich würde diesmal vielleicht mit einer bisschen anderen Aufstellung hier ein bisschen losgehen. Und zwar zum einen Paddy Weinberger mal von Anfang an rein. Perdetai mal für Borsjuk, der so eine kleine Pause mal bekommt hier. Aber mit soll erstmal. Dann Ramos für Torun. Ganz klar, auch nochmal mit rein. Benatira darf mal spielen. Ups, wo kommt jetzt der Perdetai her? Benatira hier mal für Alex Esswein, der auch mal daheim bleibt. Und Danny Beichler möchte ich vielleicht auch mal bringen dann. De Bock hinten drin, Nico Schulz auf links. Und dann dürften wir alle haben, oder? Die wir hier mit einsetzen wollen. Vielleicht noch Kevin Müller im Tor für Thomas Kraft. Und dann würde ich sagen, geht's los. Wir stellen nochmal ein an Taktik hier. Der gute Weinberger als Captain und Jönsson als Sturmtank.
halt. Und hinten reinstellen müssen wir uns auch nicht. Denn wir spielen ja nicht mehr gegen Barca. Okay. So, dann würde ich sagen, speichern wir nochmal eben. Ich weiß gerade nicht, wie das Spiel so ist. Denn bei mir wackelt hier so ein bisschen alles. Ne? Ruckelt ein bisschen. Weiß nicht, ob ihr es hier auch seht. Beziehungsweise natürlich seht ihr es. Aber ich hoffe, es ist nicht so schlimm. Und wir sagen, geht raus und spielt ordentlich Fußball. Machen auf ganz schnell wieder. Ist jetzt nicht mehr der FC Barcelona, wo wir das Ganze so ein bisschen genießen wollten hier. Deswegen können wir das Rücken ein bisschen schneller angehen. 0-0 zur Halbzeit. Beichler mal rein für Jönsson. Ochipka bleibt erstmal außen. Und wen haben wir noch? Toro nochmal für Ramos. Borsiuk für Ottl. Und dann gehen wir erstmal weiter. Und wechseln vielleicht nochmal so zur 60. Die dürfte jetzt so sein, genau. Und dann schauen wir mal, dass wir hier vielleicht nochmal rein, ein paar reinkriegen. Benatira raus. Franz rein für Hubnik. Ochipka noch auf links. Kraft bleibt auf der Bank. Und dann dürfte das gewesen sein. Mal schauen, ob wir noch ein Tor schießen. Sollte jetzt schon mal ein Türchen her. Also so richtig laufen tut es noch nicht bei uns in der Vorbereitung. Müssen wir mal gucken, dass wir das noch unter Kontrolle kriegen. Da eben noch eine gelbe Karte wegen Meckerns. Auch nochmal ein bisschen bestraft, dass die Disziplin oben bleibt. Aber wie gesagt, so, wir schon rein. Trainingslager. Die Bilanz, wie ist es denn gewesen? Kosten haben wir knapp 60.000 hingelegt. Ist natürlich in Ordnung. Stimmung ist hoch, Fitness ist hoch. Wunderbar. Die Ecken sind auch ein bisschen hoch, sehr schön. Denn da sind wir eigentlich richtig gefährlich oder haben wir zumindest das Potenzial mit einem Lasogga und mit ein paar Jungs, die die Ecken richtig gut schlagen können. Siehe Raphael und Co. Also müssen wir vielleicht mal ein bisschen mehr draus machen in der neuen Saison.